Willkommen zurück. LS19 Nostalgie World mit René. Hallo. Hallo. Was machen Sie jetzt? Ich fahre gerade die Zuckerrüben auf mir. Ich werde da noch ein bisschen was verkaufen vielleicht. Ja. Dann müssen wir dann Silas nochmal immer hochfahren mit dem Hänger. Ne, ja, der Hänger ist noch mal voll. Ne, der ist leer, aber den krieg ich ja jetzt voll. Ja. Aber jetzt fahren sie ja hoch und dann kommen sie ja wieder, das ist der Fall, müssen sie ja wieder hoch. Ne, in der Zwischenzeit fahre ich ja schon längst woanders hin. Ah ja. Zwischenzeit, wenn sie den jetzt voll machen. Ah ja. Boah, aber ein bisschen Weizen dann auf. Ach, die Mehlproduktion wieder anhauen, ja? Ja. Na wunderbar. 800 und fürs Mehl gibt's 1400, ja, das lohnt sich auf jeden Fall mehr. Ja gut, den Dampf haben wir ja auch nur gemacht, um mal zu zeigen. Richtig. Soll ich den Rockenhutlein mitnehmen, ein bisschen was? Aber ne? Wenn der geht, klar, warum nicht? Wenn der geht, ja, das ist eine gute Frage. Ah, ich nehme lieber erstmal den Weizen mit. Komm es fort! Das war schon der Rad dran! Naja, wir müssen ja hinten auch noch. Ha! Waren ja auch noch diese komischen. Na, Sie wissen schon. Nö. Nee. Das ist gerade nicht. Wir wollten ja auch dafür den Hänger noch reinnehmen. Ja, theoretisch, aber erstmal pressen. Ja, ist ja fast so gut wie schon. Also, wir wollen ja nicht alles machen. Wir wollen ja nur oben das Ding ein bisschen anheizen, ne? Ach so. Alles, ja. Viecher haben wir noch keine. Bring. Boah. Oder Kalkproduktion halt ein bisschen, ne? Ja, im Endeffekt Brennmaterial. Genau. Wir halt noch nicht, wie schnell das Brennmaterial halt durchhält, ne? Ja, schon recht viel. Ich habe einen reingeschmissen. Da war ja 4000. Und da kam 1700 oder der Kalk raus. Ja, das ist schon gar nicht so verkehrt, wenn wir da doch ein paar mehr Ballen machen, oder? Ja, es ging ja bestimmt jetzt schon 10-15 Stück dort. Ach so, okay. Das müssen wir nur noch aufladen. Das waren 2-3 Reihen außen rum. Deswegen, aber wir haben ja halt keine große, ne? Ja, dann müssen wir halt nach der Folge noch fix den neuen Trailer draufhauen, dann geht das schön. Ja. Weil sonst wären wir adlig. Sonst wären wir adlig, das ist richtig. Aber dann zwar so groß, dann müssen wir dann wahrscheinlich auch zu zweit fahren. Weil das ist ein Zugfahrzeug, ne? Wenn wir das mit dem Traktor machen, ne? Ja, ich sag mal so. Abfahrt und Ankunft, 4 Folgen vorbei. So ähnlich wird sich das dann wahrscheinlich gestalten. Achso, welchen wollen wir dann zuerst holen von dem Graz eigentlich stehen? Nochmal einen Kipper? Oder den Sattel? Das müssen Sie wissen. Also, der Sattel bringt uns erstmal noch nichts, weil wir nicht wirklich ein Sattelding haben. Richtig, richtig. Ja, da ich würde sagen, erstmal den Kipper. Aber hast du gesehen, wie viele verschiedene Reifen, also Rad-Reif-Kombinationen es gibt? Ja. Alter, das ist ja absoluter Hammer. Das ist richtig cool gemacht, also muss ich echt sagen. Die ganzen Geländereifen oder Straßenreifen, die da hat, mit und ohne Kotflügel. So, Rüdenfeld fertig, nach 6 Folgen.
Ja, bei der nächsten Aktion können wir uns ja noch so einen Rüben an der holen. Fetzt ja eigentlich, wenn Zucker läuft. Aber wir haben jetzt alles da oben neu gehauen, ne? Nee. Ne? Ich hab jetzt... Oder was ist im Lager? Im Lager waren vorher, glaube ich, 11 K drin. Und jetzt haben wir im Lager 41 K. Jetzt kommt das noch dazu, was wir... Ja, wir sind im Endeffekt über 100.000 geworden. Ja, 130, 140 K. Hm. Lohnt sich definitiv, wenn das alles Zucker wird. Du, beim Mehl mussten wir nichts noch zusätzlich reinhauen, ne? Nö, nö, einfach noch mal. Hoppala, einfach noch Mehl. Dann müsste das jetzt laufen. Bleibst du vielleicht mal stehen? So. Kann ich den Hänger jetzt also holen, ja? Ist der voll geworden nochmal? Ne, ne. Der hat nicht voll geworden. So, gut. Dann ist es so die Sache. Was haben wir jetzt an Kohlen? Reicht immer noch nicht, davon mal abgesehen. Also müssen wir erinnern. Wir wollen ja auch die große Modernisierung. Die kostet, glaube ich, 9000 Euro Aufpreis. Alles klar. Dann sehe ich erstmal weiter an. No. Obwohl ich ihre Problematik mit den Knicker und der Saatmaschine nicht so ganz verstehe. Ja, also präzises Ansehen ist anders. Außer bei der Arbeitsbreite im Endeffekt auch nicht. Jawohl, ja. Aber wir überlegen uns also für die Zuschauer, wie hieß das Ding, Belarus 43 irgendwas. Ja. Das ist halt ne, das, was ich hier gezeigt habe, das Riesending, weißt du, wo du ja gesagt hast, das hat zwar Power, der aktuelle halt. Ist halt Ostblock, hat nichts mehr mit vor 89 halt zu tun, aber wir brauchen halt echt Traktoren, die ein bisschen mehr Leistung haben. Weil es gibt halt von DDR-Traktoren, es gibt zwar viele, aber das ist halt alles die ZDs oder halt... Dementsprechend. Ah, ja. Also, wir kommen da nicht so wirklich über 100 PS so raus, außer jetzt halt mit den IFAs. Und auch wenn die modernen LKWs von mir, also man sich darum streiten kann, dass da dieser MAN so ein Agrar-LKW ist, der auf dem Feld rumfährt, die IFAs haben es damals definitiv nicht getan. Ne. Und haben grob oder auch schon was gezogen. Von daher müssten wir dann halt so auf den Ostblock gehen, dann halt von mir aus ein Stückchen moderner, aber die sehen halt trotzdem immer noch so aus, als hätten sie auch in der Zeit gebaut werden können. Ja. Weil die haben ja bis heute nicht so irgendwie den technischen Vorsprung, außer Leistung. Mehr brauchen die halt nicht. Ja, mal Klima oder so. Was ist denn Klima? Was ist eine Klimaanlage? Ja, Klima, GPS, irgendwas, ne? Was die modernen westlichen Hersteller halt auch haben. Ja, ich meine, gut. Orus und Co. hat es ja auch, aber halt, wie gesagt, die ganz tiefen Dinger, das ist ja, wenn nicht mal eine Federung da ist, ich hau's doch eine Bude links und rechts hin und her. Ja, generische Sitzdinger haben die halt, das ist nicht das so. Einzelrad ist, glaube ich, bei denen auch nicht so im Allgemeinen vertreten. Hm. Du kannst ja die Zeit theoretisch auch auf mal 5 laufen lassen. Ja, ist ja an. Ja, so schnell wächst das doch nicht. Ja, das ist schon. Hast du Pflanzenwachstum noch schnell oder was? Na klar, wie immer. Das sprießt halt am Anfang, so okay, Problem, es gibt Probleme, das sieht man ja noch. Ja, ne, kannst du auch auf normal setzen und dann Zeit auf mal 5. Nimmt ja am Ende nichts, so. Aber die Produktion läuft halt. Naja, ich glaube jetzt mal 5, passt schon. Ich hab Vorsprung. Durch Technik. Mhm. Ich hab Fortschritt. Mhm. So, ja gut, soll ich den Hanf wegschmeißen? Wegschmeißen? Also ja, verkommen. Oder wenn 500, ich weiß halt echt nicht, was wie die Preisspanne sind. Das steigt jetzt gerade, das sind jetzt 497, das steigt. Mhm.
Boah, das ist bei GTW, das wäre dann. Da oben, ne? Ja. So, Bahnhofteil. Dass wir noch die restliche Summe für den halt zusammenkriegen. Hm, ja, da halt weg. Ich guck hier mal kurz oben in die andere, wo war sie her? So, Futterzucker hier. 5700 Zucker. Würde theoretisch auch schon reichen. Wenn es den zu kaufen. Nur entscheiden Sie. Ich wollte noch mal, ich wollte eigentlich aber mit einer kompletten Ladung dann halt runterzufahren. Ja, dann krieg ich den Hampf halt los, wie gesagt. War ja immer angebaut, um mal zu gucken. Ich meine, es kommt ein Haufen raus. Ja. Ja, das ist ja so oder so schon mal Fakt. Aber wenn es da, solange es da keine Weiterverarbeitung gibt, vielleicht kommt das da irgendwann nochmal, was machst du aus Hanf, Klamotten, Textilien? Ja. Ja. Nimm mal die Hälfte mit. Nehmen Sie mal die Hälfte mit. Das jetzt hin, da hoch oder da runter? Oder wo ist die andere verkostet? Ne, halt GTW war jetzt bei 4,99. VEB Spinnerei, wo ist die denn? Na gut, die ist ja noch weiter oben. Das ist ein GTW. Bis du da bist, ist es angeglichen. Das stimmt wohl. Ja. Ist ja jetzt schon bei 500. GTW, dann fahr ich zum Zucker. Kriegen die auch gleich noch. Nochmal einen Hänger voll. Schade, dass da jetzt nicht das Gewicht anzeigt. War jetzt, denke ich mal, relativ interessant zu sehen. Was wird jetzt dauern? Kann ich mir vorstellen. Schön. Und festgefahren. Nee, die scheiß LKW ist der scheiß Gegenverkehr hier mit drei Hängern, das funktioniert so nicht. So, passt. Hab gar nichts zu sagen. Ja, gepflegte 6,0. Ja, besser wie nicht. Ja, ja. Aber 50 ist von innen sowas von dreckig, da ist innen dreckiger wie draußen. Ganz am Motorenbrett. Das sieht aus. Da ist doch wieder einer mit den Stiefeln eingestiegen. Ja. Wie gesagt, kerschertechnisch gibt es da halt nun gleich gar nichts. Ah, ja, schon. Können wir nochmal hoffen, dass es irgendwann mal regnet? Oder wir bauen selber ein paar Säulen. Dass wir dann Schamantanz drum machen, dass es regnet oder wie? Nein, so die Säulen, so wie ich das im. Wie war denn das im.
Auch bei dem Früchteprojekt hatte, da war ich so, war stand noch so Säulen und da bist du mit dem Traktor noch reingefahren, da hat es von links und rechts so. Ach so, so eine Waschanlage. Genau, und das war's. Also keine mit richtigen runden Borsten, ne? Sondern so ganz. Ja, einfach so wie. So ganz stumpf halt, ja. Genau. Klar. Klar, aber passen Sie auf nicht, dass Sie wieder im Universum für Sender schaffen. Ah, das ist das Problem dann wahrscheinlich. Für Sender. Das war schon groß. Hast du auch dann in der Performance gemerkt? Ja. Sie dürfen erst mappen oder werden. Mit der Performance? Richtig. Ja, das darf ich nicht vergessen. Ich habe hier nur Wind, ich höre gerade gar nichts. Also, ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge ohne Wind hoffentlich. Tschüss.